Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den 14. Dezember und heute mit dabei ist die Lena. Servus. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist. Lena hilft mir heute eben auch, die beiden Adventskalender eben mit auszupacken. Du darfst dir gerne aussuchen, mit welchen du beginnen möchtest. Ja, ich glaube, ich fange mal mit dem da an. Ja, okay. Genau, hier haben wir wieder ein längliches Türchen mit 14. Mhm. Die hebst du praktisch das lange für später auf. Ich glaube, das letzte Mal war das längliche Postkarte oder sowas. Bei Nummer 6 auf jeden Fall, ja. Beziehungsweise gestern waren Bierfilzel drin. Ja. Okay, ich mochte jetzt auch mal versuchen, das aufzunehmen. Aber das geht ganz schön schwierig. Ja, das ist... Also ja, das müsste hier aufgehen, aber teilweise ist es verschoben. Ah, super, perfekt. Ja, du schaffst es. Ja. Also ganz wirklich, diese sind wirklich schwer zu öffnen, weil die teilweise nicht verschoben sind. Ja, das ist echt ein bisschen eine Flügelarbeit. Perfekt, perfekto. Patronum. Ja, das ist der 12. schon war. Ja, das stimmt, das ist ja schon war. So, okay. Schauen wir mal. Wow! Was ist das? Okay, was ist das? Dragon Ball Set Ice Tray Cubes Dinge. Yeah, stark. Okay, also hier, wir haben hier Dragon Ball Set Eiswürfel Gedöns. Sehr schön. Okay, mit Son Goku drauf. Mit dem jungen Son Goku. Ach süß. Also wirklich, der ist also noch, ich glaube, 10 Jahre alt war. Also oder 8. Auf jeden Fall der Junge. Ach ja. Wobei, na Moment, wenn es Dragon Ball Set ist, ist es vielleicht der Son Gohan. Nein. Okay, hast du Dragon Ball gesehen? Nee. Okay, gut, dann. Okay. Ich bin doch keine große Hilfe. Nee, alles gut, aber wir haben Eiswürfel für unsere nächsten Getränke. Das ist schon mal wirklich cool. Das kann man da auch machen. Wodka on the rocks. Yeah. Ja, stark. Okay, das ist uns im ersten Ding drin. Und dann haben wir noch so ein schönes, längliches Paket. Möchtest du es auch auspacken? Das darfst du jetzt du machen. Wirklich? Ja, sonst ist es ja gar nicht so ausgemacht. Ah, nicht das. Le Baguette Magique. Die können wir ja auf beiden Seiten anreißen. Dann. Ja, achso, mal gucken. Ah, das ist eine gute Idee. Da kann jeder ein bisschen auf. Okay, ich mach jetzt einfach hier auf. Chimapel Baguette. Oh, ich glaube, das ist ein Geschenkpapier. Es ist kein Poster, es ist Geschenkpapier. Ah, oder? Das ist sehr cool. Ich hab mir aber auch gedacht, für Poster ist ein bisschen zu viel, gell? Na, es ist ein Poster. Wirklich? Also aber innen drin ist es doch so Spider-Man-lastig. Ja, es ist... Alter, du wirst wahrscheinlich ausrasten, wenn du das gleich sagst. Okay, warte. Echt? Okay. Entschuldigung, ich musste das jetzt so... interessante Einpackweise übrigens. Es ist Marvel. Wow, okay. Es ist tatsächlich ein Marvel Spider-Man-Poster. Mit ganz viel... Ja, das ist ja interessant. Also ganz viele Spider-Man ergeben dann die Maske vom Peter Parker. Das ist sehr cool. Ja. Nice. So, jetzt möchte ich aber noch... Entschuldigung. Jetzt finde ich aber noch interessant, wie die das hier eingepackt haben, weil das ja schon schief ist. Die haben das ja so versetzt irgendwie eingepackt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wir wissen, was die da gemacht haben. Eventuell kann man das Papier nämlich noch gebrauchen. Oh, tatsächlich, schau. Die haben das so schief. Es ist sehr minimaler Papieraufwand drin, gell? Ja, aber schau, wahrscheinlich war das... Also jetzt müssen wir mal kurz philosophieren. Also ich denke, dass das Poster größer war als das Papier an sich. Und deswegen mussten sie es ja schief einwickeln, damit es dann in dieses Papier gepasst hat. So, wir haben euch durchschaut. Oder? Also hätte ich jetzt das... Ich denke, ja. Das ist so gut. Okay, gut, ja. Weil das würde... vielleicht war es nicht so groß wie ein... Okay, gut. Das wollte ich jetzt nur vielleicht hinterfragen, ja. Weißt du, das ist zu, oder? Soll ich es aufmachen? Ich weiß nicht. Willst du es ja aufhängen? Ich bin halt leider kein so großer Spider-Man-Fan. Wenn das ein Iron-Man wäre, das wäre schon irgendwo... Ja. Könnte es da hinten Platz finden? Bist du Spider-Man-Fan? Eigentlich auch nicht. Okay.
Aber. Wenn überhaupt Deadpool, aber. Genau, Deadpool. Ja, vielleicht du hast ein Auge von Deadpool, wenn du ein anderes Auge ganz fest zumachst. Ja, es ähnelt dem Deadpool-Auge, gell? Ja. Aber gut. Vielleicht finden wir noch einen, also vielleicht einen Besitzer, einen zukünftigen Besitzer, der sich darüber freut. Oder vielleicht schmückt das ja doch irgendwann meine Wand hier hinten. Gucken wir mal. Genau. Ja. Aber cool. Nee, super. Danke dir fürs Helfen. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, klar. Und jetzt würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Du hast noch gar nicht getrunken. Ja. Prost. Prost. Genau. Und? Genau. Und? Wir hören uns dann wieder morgen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja.